Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder Lost und wir sind wieder am Start. Und zwar heute mit einem Commentary zu Battlefield im Allgemeinen, YouTuber in Bezug auf Battlefield, Waffenstats und den E-Sports-Bereich. Das entstand aufgrund einer Teamspeak-Diskussion, die ich mit meinem Kollegen Bounce geführt habe und ich mir dann zwischendrin gedacht habe, Moment mal, warum nicht das Ganze einfach recorden, weil das ist echt ordentlicher Stoff. Wir gehen da ein bisschen tiefer in die Materie rein, als nur das an der Oberfläche kratzen, beleuchten gewisse Sachen auch ein bisschen kritisch, auch selbstkritisch reflektieren wir diverse Fakten in Bezug auf Battlefield, YouTube und alles, was so drumrum schwebt. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß, schaut euch das Ganze an, das ist Teil 1. Es wird noch mehrere Teile geben, weil die ganze Diskussion fast eine ganze Stunde gedauert hat. Also ich wünsche auf jeden Fall gute Unterhaltung und schreibt doch unten in die Kommentare, was ihr zu der Thematik so denkt, denn eure Meinung ist mir natürlich am wichtigsten. Die erzählen mir dann zum Beispiel, habe ich Battlefield 3 4 erlebt, Battlefield, weiß gar nicht, habe ich noch weniger mitverfolgt. Ja, ein Frontgriff ist an der und der Waffe gut, weil, wie hieß die Seite da, wo die ganzen Daten Simfig stehen? Simfig sagt, dass der Recoil von 0,56 nach rechts und 0,7 nach oben, 0,08 nach links und 0,09 nach unten, Recoil nach unten vor allem, insbesondere sehr, sehr hoch ist und man ja auch erkennen kann anhand der Diagrammkurve hier auf Thumbfig, dass die Waffe deswegen einen Spread nach rechts oben mit der Diagonalen x mal y ist gleich emc Quadrat im 33er Winkel besitzt. Du hast doch was vergessen. Durch Wort 7. Ja, das ist der Punkt, weißt du? Deswegen kann ich auch nicht coole Videos machen, weil mir immer so eine Scheiße einfach durch Sieb rutscht. Ja. Die Worte ist das A und O bei solchen Sachen. Ja. Nee, pass auf. Und jedenfalls, laut den Seiten war das zum Beispiel so im Battlefield 3. Boah, da muss an die M16, da muss ein Frontgriff drauf. Und du hast alle Public Noobs mit scheiß Frontgriff gesehen. Hast du aber in dem 5-5-Bereich gesehen oder in diesem B-Flag Bazaar Cup, da haben die meisten Pro-Spieler die M16 ohne Frontgriff gespielt. So, und deswegen interessiert mich so ein Scheißkanal überhaupt nicht, weil die einfach ihre in Anführungsstrichen, Erfahrung immer von irgendwelchen Kackdaten abholen. Aber was bringen mir die Daten? Ohne Witz, das bringt mir einen Scheißdreck. Das habe ich damals auch gesagt. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang also Sachen wie Reload und Feuerrate und sowas, was halt noch irgendwo ein Stück weit, ja, ein bisschen Sinn macht, einfach so ein paar Informationen zu der Waffe. Mhm. Das habe ich ja auch mal mit aufgenommen und ich hatte auch mal in dem Video gesagt, weil es hat viel gemacht, also diese ganzen Daten, diese ganzen Zahlen, die da durch die Gegend fliegen, das ist ja schön und gut, aber wenn ich jetzt als 0815-Typ, der vorher noch keinen Battlefield gespielt hat, reinkomme, guck mir das Video an, werde dann erstmal mit Zahlen bombardiert und kann damit nichts anfangen, weil ich auf dem Schlachtfeld so gesehen im Spiel nicht anfangen, mir nebenher irgendwie meine ganzen Sachen da auszurechnen. Ah ja, warte mal, wenn jetzt der Recoil so ist, dann mache ich ja mit dem ersten Schuss so und so viel, dann muss ich beim zweiten Schuss mit einer Millisekunde weniger und dann so am Arsch, ne? Im Endeffekt, du, mit jeder Waffe, du hältst drauf, du musst halt viel, auf entsprechende Fällung viel Burstfeuer reinknallen und das war's. Und dann hast du halt deine Over-the-Top-Waffen, die eh jeder Horst spielt und gut, ab dafür. Mehr Infos braucht man eigentlich nicht. Das ist das Allerwichtigste, was über jeden scheiß Daten geht im Battlefield, das ist nicht nur im Battlefield so, das ist in jedem anderen Kack-Game, ist, spiel das, womit du dich am besten fühlst. Es gibt zum Beispiel seit Ewigkeiten in jedem kleinen, so diesem Public-Forum in CSGO zum Beispiel, die Frage, spielst du nun mit M4A1 oder mit M4A4? Jetzt, wo die M4A1, also mit dem Schalldämpfer, noch genauso teuer geworden ist wie die M4A4, die war ja vorher 200 billiger, ist das recht die Frage, oh nein, was spiele ich jetzt? Beides gleich teuer? Ja, kack drauf, die haben beide unterschiedliche Spielweise. So mit der Charlie zum Beispiel hast du weniger Recoil, der Spray ist ein bisschen gebündelter, hast aber dafür weniger Schuss, ja? Und bei der anderen hast du halt ein bisschen mehr, bisschen mehr Spray etc., aber mehr Schuss. Und sagen ja alle, ach, die M4A1, die hat ja weniger Spray und weniger Recoil, da muss ich die spielen, die ist viel besser. Ja, scheiß drauf, wenn aber einer den Spray so gut kontrollieren kann, dass er mit der M4A4 so schießt mit der M4A1, ist es doch logisch, dass er die nimmt. Und genauso war es in Battlefield 3 so, genauso. Kaum einer hat die AN94 gespielt, bevor da diese ganzen Public-Videos gemacht wurden. Das war einfach die Mörderwaffe schlechthin und nicht nur irgendwie auf weite Distanz, damit konntest du Sniper wegholen, damit hast du auf Close Range, wenn du schnell tippen konntest,
hattest einfach auch eine M16, teilweise auch eine AEK. Ja, die war so geil. Also ich habe mich ja auch gewundert. Ich habe die auch rauf und runter gesucht und kam mir auch schon so ein bisschen eben vor, so wieder, wo ich mal dachte, hey, irgendwie, weiß nicht, habe ich was verpasst? Bin ich so uncool? Oder warum spielt die keiner? Ne? Ja, das und dann nach kürzester Zeit, das ging mir genauso jetzt in Battlefield 4 mit der Scar Age. Ne, um Gottes Willen, ich will mich nicht hinstellen und sagen, ey, ich hab die Scar Age entdeckt, ne? Aber ich hab's halt, gespielt und gespielt und gespielt und nebenher kamen halt Informationen, unter anderem auch Videos, wo die Leute halt öffentlich auch gesagt haben, hey, ja, ich komme mit der Waffe nicht klar. Ja, die Waffe war halt auch nicht das Normale an sich. Die war halt ein bisschen schwieriger. Sie hat wenig Munition, sie hat einen ziemlich einen hohen Recoil, man muss halt ein Stück weit anders kontrollieren als halt die Easygoing-Waffen zu dem Zeitpunkt. Und da kamen halt viele nicht mit klar. Und auf einmal, schwupps, über Nacht hat Gott um die Welt die Scar Age gespielt. Ach ja, die ist so geil, so super geil. Na, das war bei der AN am Anfang auch. Hat sich keiner gedacht, warum soll ich die Waffe spielen? Und dann haben sie sich gewundert, dass man dann mit die Leute wegmacht. Und auch später dann wieder, ja, AN 94, hier habe ich auch hier gespielt, hier, ich war ja Profi und so, AN 94 Profi, so, ne? Wo ich mir denke, ja, genau. Und das Faszinierende ist, die Scar Age wurde im 5-5-Bereich schon viel, viel, viel früher gespielt, bevor die ganzen Public Lows dazugekommen sind. Ja. Weil, es ist nun mal so, in Battlefield 3 zum Beispiel, als ich da halt angefangen habe, ein bisschen ESA zu spielen, da habe ich mir keine Kack-Videos angeguckt. Da bin ich auf die Top-Teams gekommen, in die Platoons, und da konntest du doch, ich weiß nicht, ob es in Battlefield 4 immer noch geht, dir die ganzen Ausrüstungen von den Spielern angucken. Mhm. Und so habe ich einfach in BF3 meine Setups zusammengestellt. Ich habe einfach geguckt, hey, was spielen die Profis? Habe das angetestet und wenn ich damit spielen konnte, ja, habe ich es gespielt. Dir bringt keine Waffe, dir bringt die beste Waffe der Welt nichts, wenn du mit der nicht spielen kannst. Das ist scheißegal, ja, ob die besten Stats hat. So, ich kann dann aber zum Beispiel mit einer Waffe, die von mir aus 10% weniger Schaden macht hat oder dann noch 10% mehr Spray hat, wenn ich mit der besser spielen kann und mehr Kills mache, was bringt mir dann bitte eine Waffe, die von den Sets her besser ist? Die bringt mir überhaupt nichts, ja? Ne. Und das ist sie auch. Und das ist halt auch das an den ganzen YouTuber-Videos. Die rattern entweder irgendwelche Daten ab oder sie rattern ihre Meinung ab und stellen es aber noch so hin, als wäre ihre Meinung das Nonplusultra. Weil sie haben ja Erfahrung auf dem Public DDM-Server. Ja. Wen interessiert das denn? Das ist so genau das beste Beispiel, weil wenn die Videos zeigen, ja, die zeigen halt nur zum Beispiel Heli-Videos auf dem Server, wo nur totale Noobs drauf sind, die zeigen TDM auf nöscher Kanäle. Wenn die aber zum Beispiel mal TDM auf Bazaar spielen würden oder auf Say Crossing, was dann schon mal für TDM ein bisschen anspruchsvoller BF3 war, da haben die so auf den Kopf bekommen, sowas von auf den Kopf. Ja. Und ja, deswegen, ich hab mir... Und da sollte man sich eigentlich schon Gedanken machen, wenn die meisten guten Spieler im Battlefield eigentlich überhaupt nicht von solchen YouTube-Videos halten. Kann ich voll und ganz verstehen, ne? Also wenn man sich's halt anschaut, deswegen, ich halte mich ja da ein Stück weit, ich bin ja selber lang raus aus dem E-Sports-Bereich, deswegen versuche ich da immer, mich zu hüten, irgendwie Sachen rauszuhauen, von wegen, hey Leute, ihr müsst das und das spielen und dann geht's richtig ab, sondern... Tipps und Tricks, und weil du gerade auch sagst mit Public, es ist halt, ne, guck dir mal an, ne, wie es werden hochgeladen. Das sind halt, wie du sagst, das sind die Public-Routen. Da werden dann vorher werden dann noch am besten die Stats resettet im Battlelog und dann geht's ab hier. Dann nur in den Scout-Helikopter, von mir aus mag der dann gut spielen können auf dem Public. Aber es ist halt nochmal eine ganz andere Situation, wenn man eben dann in dem Clan War, in dem 8-on-8, jetzt Conquest oder so spielt, da. Ist halt, da muss nicht ein guter Public-Spieler, der von mir aus laut Battlelog in der Division 1 in Deutschland auf Platz 3 ist, heißt es nicht, dass er dann in einem Clan War deswegen die Voraussetzung hat, um da gut was wegzureißen. Es ist es nicht. Also selbst ich, der, wo ich von mir behaupten würde, also ich habe schon, also zumindest in den vorangegangenen Teilen, ordentlich an E-Sports-Erfahrungen sammeln dürfen und habe halt so gewisse Automatismen und so Standardsachen, die man halt auch abrufen kann. Aber trotzdem, wenn du halt nicht entsprechend drin bist, gerade auch jetzt E-Sports technisch halt am Start bist, die so viele Matches im 5-on-5 gespielt hast, so 8-on-8, wo du die Taktiken weißt, wo kleine Sachen nur, sei es ein Spawn, der falsch läuft, einfach so fatal sein kann, ne? Dass da bist du halt dann am Arsch. Und ja, da sag ich auch, wow, krass, da wäre ich auch am Arsch. Ich meine, das Argentinien-Spiel, was wir damals hatten, das war ja eigentlich auch mehr oder weniger, es war halt das Team an sich, was vieles aufgefangen hat, ne, die E-Sportler halt. Und dass wir uns da als, in Anführungsstrichen, YouTuber, die ja alle dabei waren, halt ein bisschen so austoben konnten. Aber da hat sich aber auch das Streu vom Weizen getrennt bei dem Spiel, ne? Man hat gesehen, die Leute, die halbwegs ein bisschen Spielverständnis für mehr als diese Public-Spiele in Battlefield haben, die haben gesagt, ey, weißt du,
Das war geil, das hat super Spaß gemacht, ja. Und es ist scheißegal, ob du dann nun, ich sag mal jetzt übertrieben gesagt, durch die E-Sportler gecarried wurdest oder ob du verloren hast, ob du gewonnen hast. Die haben einfach gesagt, hey, das hat Spaß gemacht, das ist eine Erfahrung für mich. Das ist schön, mal zu sehen, was man aus Battlefield noch rausholen kann, außer dieses Public-Spielen. Und das ist halt dieser E-Sport-Bereich. So, wenn du danach aber YouTuber hast, die dann mitgemacht haben und sagen, nee, das ist scheiße. Ja, tut mir leid, so einer hat sich für mich jegliches Recht verloren, offizielle Battlefield-Videos zu machen. Weil ich finde, ein YouTuber, der sehr, sehr nah mit EA da auch zusammenarbeitet, etc., der kann von mir aus sagen, Leute, weißt du, das ist nicht ganz so mein Fall. Ich spiele lieber TDM oder ich spiele lieber normal Public etc. Wenn ich mich aber hinstelle und beim E-Sport sage, nee, du, das ist scheiße, braucht man nicht, ja, dann nimmt sich für mich so ein YouTuber eben, wie gesagt, jegliches Recht, weil natürlich wirst du im Battlefield immer am meisten diese Public-Spiele haben, das ist ja auch okay. Aber es gibt so viele Leute, die einfach gar nicht wissen, was überhaupt möglich ist. Sei es im 5v5-Bereich, zum Beispiel ein besonderer Spawn, wo drei auf bestimmten Stellen spawnen, schießen eine RPG und können mit einer RPG das komplette Gegnerteam auslöschen. Das wurde. Ja, Und das oder ist halt. Ja? so einfache Sachen wie bei Morgendämmerer, wenn du unten im Kanal spawnst, dass die Leute sich halt einfach mal schnell hochboosten, ne? Dass halt einer gleich. Also so simple Sachen, wo man aber so gar nicht auf die Idee kommt, ne? Richtig. Aber dann merkt, boah, krass, das einerseits ist es witzig, wenn es halt auch funktioniert und es ist irgendwie ein cooles Gefühl. Und es verändert halt das Spiel enorm und man kann ja stückweise davon auch was irgendwo ein bisschen auf den Public-Server übertragen. Aber genauso wie du sagst, jeder kann ja machen, was er will, aber wenn es halt dann so weit kommt, dass es dann heißt, man macht Tipps und Tricks und hier das Beste und so, und jeder Zuschauer muss ja auch selber entscheiden, ob er das annimmt oder nicht. Aber es ist halt, das stapft halt dann so viel aus dem Boden auch und jeder macht alles und jeder denkt, das ist das Beste und so, und da ist halt dann irgendwo, wie du sagst, ist halt schwierig, denke ich mal, auch für Neuspieler, schwierig zu differenzieren, okay, was stimmt jetzt, was nehme ich jetzt an? Ich meine, du hast viele große Leute, du hast ja viele, also im E-Sport, die hat, ich weiß nicht, ein Jack Frags, weiß ich, der hat E-Sports-Erfahrung in Counter-Strike, wie weit er da im Battlefield dabei war, keine Ahnung. Rival X Factor, weiß ich zum Beispiel, der hat seit Bad Company, hat der E-Sports gespielt. Ein Level Cap, keine Ahnung, weiß nicht, was ich so mitbekommen habe und noch erfahren habe, ist Level Cap halt auch ein Ultra-Durchschnittsspieler, aber ist halt die Nummer 1 auf YouTube, was halt Videos dazu angeht, mit Tipps und Tricks und Sachen, und das kannst du ausprobieren. Er hat halt dann irgendwo einen Sympathiebonus, beziehungsweise hat halt schnell die Infos dran, ne? Aber würde er in einem E-Sports-Match bestehen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das würde mich zum Beispiel mal interessieren. Also da hätte ich auch mal Bock drauf. Die ganzen Leute, ohne jetzt da irgendwie einen Schwanzvergleich zu starten, aber viele Leute einfach mal an den Tisch zu bringen und einfach mal so ein Match zu machen, um einfach, dass jeder mal eine Erfahrung sammelt und miteinander spielen kann, sich ein bisschen absprechen kann, vielleicht den Zuschauern dadurch auch eine coole Sache bietet, weil was gibt es eigentlich Besseres, als wenn man jetzt Fan von YouTube-Videos, also in Bezug auf Battlefield ist, dass man mehrere aus dem Bereich zusammen hat und die einfach gegeneinander spielen. Habe ich bisher nicht, habe ich eben, ehrlich gesagt, habe ich bisher nicht gesehen. Es gibt halt diese Squad-Up-Videos, wo die Leute halt im Squad zusammenspielen, auf dem Public. Oder halt so, wo zwei irgendwie im Helikopter hocken, aber das ist halt alles Public, Public, Public. Aber lass doch mal 5 on 5 machen mit 5 YouTuber in dem einen Team und 5 YouTuber in dem anderen Team. Und dann einfach Richtig. mal gucken, was passiert. Das kann doch total witzig werden. Auch wenn die einen auf die Fresse bekommen, dann hast du unterschiedliche Persönlichkeiten, Charaktere drin. Es kann echt witzig sein. Aber natürlich, was das Problem ist, wenn du halt dann Leute drin hast, die halt von vornherein auf der einen Seite denen gegenüber sehr skeptisch sind, weil sie sich vielleicht sagen, okay, nee, das ist nicht meins, weil ich habe vielleicht nicht die Fähigkeiten dazu, dann aber trotzdem irgendwie mitmachen, um ein Stück weit vielleicht einfach da zu sein, auch präsent zu sein, und das Ganze aber insoweit dann auch ein Stück weit für das eigene Team sabotieren. Ne? Ja. Nicht unbedingt deswegen, weil derjenige jetzt vielleicht in Anführungsstrichen schlechter ist. Das ist kein Problem. Ich kenne das selber. Ich war ja, ich kenne die Leute jetzt seit 12 Jahren, wo ich damals im Clan war. Das sind alles Familienväter größtenteils. Da war ich einer mit den jungen Jahren, einer der besten, also Infanterie gesehen, in dem Clan. Und da waren viele dabei, die waren lang nicht so gut. Aber die haben halt dann auch Positionen besetzt, wo sie halt dann besser wurden, und halt der eine hat dann den Mörser bedient oder so, und dann hat das, als Team hat das funktioniert. Aber wenn du halt jemanden dabei hast, der halt dann irgendwie, ja, jetzt bin ich schon wieder tot, ja, scheiße, oh ja, hier, oh, Kill gemacht, oh ja, Kill gemacht, weiß ich nicht. Das ist dann, das brauch ich dann nicht haben. Und das ist jetzt keineswegs irgendwie sowas, ja, hier Elite und so, ein Scheißdreck, bin ich eine Elite. Ich bin auch ein kleines Würstchen, wenn ich dagegen irgendein Top-Team antrete, dann natzen die mich auch weg bis zum geht nicht mehr, ohne jegliches Training und so. Aber sowas, weißt du, ein Stück weit ein bisschen ernst zu nehmen und den Spaß daran zu sehen. Und da
wie du sagst, es ist halt leider. E-Sports ist für viele erstmal so, nee, nee, das ist ja schon wieder, da muss ich so viel Zeit investieren oder von wegen, das ist ja wie, wenn ich mich verpflichte, Fußball zu spielen und dann immer ins Training gehen muss. Es kommt doch darauf an, was man daraus macht und ob man sich irgendwie einmal in der Woche trifft, zusammen spielt oder Public zusammen spielt und dann einfach spaßeshalber in der ESL irgendwie so kurze Matches da macht. Ja. Das Wichtigste ist ja vor allen Dingen, also es gibt noch zwei große Faktoren, die halt mich bei dieser ganzen Sache stören. Das einmal, dadurch, dass die meisten halt nur diese Public-YouTuber kennen, wird halt auch oft dieses Cheater-Gerede gepusht, ne? Weil was ein, ich muss jetzt mal aufpassen, dass ich genügend Namen aufzähle, nicht, dass sich irgendwie angegriffen fühlt, ein Jackfrax oder keine Ahnung, die in die KD machen, alles was drüber ist, muss dann automatisch gecheatet sein, ja? Und der andere große Punkt ist halt, ich verlange von keinem Battlefield-YouTuber, dass er sich in den E-Sport einbringt. Aber was ich verlangen würde, ist, dass er eben auch mal wenigstens den E-Sport aufzeigt, ja? Und wenn er einfach nur ein Video macht, wie so ein Match, was du eben gerade gesagt hast, 5 gegen 5 YouTuber, und dann sagt, hey, Leute, das ist für mich nicht das Richtige. Also mir macht das keinen Spaß, aber schaut euch das doch mal an. Macht das einfach mal, ja. Es gibt gerade im deutschen E-Sport-Bereich oder generell im Battlefield so einen Nachwuchsmangel. Nicht, weil das Spiel teilweise da nicht gemacht ist dafür, sondern weil es keine Sau kennt. Weil es einfach nie auf Battlelog gepostet wird. Nein, da kommen, klar, müssen auf Battlelog für die breite Masse auch witzige Videos und so sein. Aber da wurde einfach nie irgendein großes Event angekündigt. Nie. Ich habe da nie irgendein, was ich, irgendein Cup, der über 2, 3 Monate mit zig internationalen Top-Teams geht, wurde einfach nie angekündigt. Nicht über Facebook, nicht über Battlelog, überhaupt nichts. Und es wäre einfach schön, glaube ich mal, es würde allgemein Battlefield gut tun, wenn es einfach mal im E-Sport-Bereich junge Teams gibt. Und wenn das halt nur ein Fun-Clan ist, wo von mir aus 20 Spieler drin sind und die einfach vom E-Sport nicht wissen. So, wenn die davon aber wissen und haben sogar Potenzial und sagen, hey, dann machen wir einfach mal, schreiben wir uns in die A-Series ein im Battlefield, ja? Ja. Machen da auch Spaß, 8-8-Team. Wir haben teilweise gegen Griechen gespielt damals immer hier im Battlefield 4 und 8-8. Die haben, glaube ich, 7 Mal gegen uns verloren. Dem war das aber scheißegal. Das war ein griechischer Fun-Clan und die haben gesagt, hey, nur so lernen wir, um ein bisschen schön mal zu sehen, was Gegner für Taktiken haben. Als wir Ja. nach dem 7. Mal gegen die gespielt haben, haben die auch teilweise unsere Taktiken genommen und wurden stärker. Und ich glaube, das ist im Interesse von vielen Battlefield-Spielern, nicht nur die beste KD zu machen, sondern wirklich zu gucken, hey, wo kann ich das Potenzial von einem Spiel rausholen? Weil das liegt normalerweise in der Natur des Menschen, wenn er spielt, auch zu gewinnen. Und wenn ich gewinne, möchte ich auch der Beste sein. Und das geht nicht mit einem Public-Spiel, in dem ich Public-YouTuber gucke, sondern indem ich halt auch wirklich mal überlege, hey, was ist da machbar? Kann ich vielleicht mal E-Sport spielen? Schaue ich mir vielleicht mal den YouTuber an, der ist vielleicht nicht so groß, aber der hat da vielleicht irgendwo Erfahrung oder sowas. Und sowas ist für mir, also in meinen Augen, viel, viel wichtiger als irgendwelche Spiele. Ich habe auch nichts gegen diese ganzen Minigames, die im Battlefield mit YouTube-Videos gemacht werden. Das ist gut, das heizt auch irgendwo den Verkauf an von Battlefield, weil es halt viele Jüngere gibt. Aber Battlefield ist in meinen Augen war einfach mehr als nur witzige Spielchen. Ob das Battlefield 2 oder sonst was war, Battlefield hat für mich immer irgendwo vom E-Sport teilweise gelebt. Das war halt das, warum ich auch lange Battlefield gespielt habe. Gerade auch durch Leute wie Gotte, wo ich da rangekommen bin, etc. Aber das ist einfach tot und ja, das geht, Yes. glaube ich, geht immer mehr in diese Richtung leider.